Android Next Quickie, neues Format auf androidnext.de. Und zwar werden wir in diesem Quickie euch jeden Abend die Themen des Tages nochmal ganz kurz vorstellen, pünktlich zum Feierabend. Das bereiten wir den Tag über vor und heute eben die erste Sendung. Gehen wir in Medias Res. Ich habe hier meine ganzen Tabs mit den gesammelten Android-Themen des Montag, 4. November offen. Und das erste Thema, das uns heute Morgen bewegt hat, Nexus 8. Übers Wochenende sind Bilder auf android.com aufgetaucht oder ein Bild vielmehr, das eine junge Dame mit einem bislang unbekannten Tablet in der Hand zeigt und viele Medien vermuteten daraufhin, das muss ein Nexus 8 sein. Google plant da ein weiteres Gerät. Wir glauben das nicht. Warum, lest ihr auf Android Next im entsprechenden Artikel. Alle Links zu den Artikeln übrigens unten in der Beschreibung. Wir halten das vielmehr für einen Photoshop-Fail. Also, da hat man vermutlich der Dame einen Nexus 7 in die Hand gedrückt, hat dann, um den Play Store besonders rauszustellen, einen Screenshot des Play Stores drauf montiert mit Photoshop oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm, der schlicht zu groß geraten ist. Dadurch ergeben sich diese schmalen Bezel, die man auf dem Gerät sieht. Und so sehr uns ein Nexus 8 tatsächlich gefallen würde, müssen wir hier leider eine Absage geben. Also, das ist kein Nexus 8, was da gezeigt wird. Das ist einfach ein schlecht geshopptes Nexus 7. Schade, schade, ist aber so. Nächstes Thema hat sich auch schon am Wochenende entwickelt, das Samsung Galaxy S3 erhält heute offiziell das Android 4.3 Update von Samsung. In Irland wird das zunächst ausgerollt und diese Firmware, die da auf der grünen Insel gerade die ersten Nutzer erreicht, das ist die gleiche Firmware, die schon am Samstag geleakt war. Die hört auf die Endung UGMJ9. Also wer am Samstag noch gezögert hat, sich diese vermeintlich experimentelle Firmware zu installieren, kann heute zuschlagen, weil das ist offensichtlich die finale Firmware-Version. Ich habe sie mir bereits auf mein S3 installiert und die läuft soweit auch rund und stabil. Also, wer nicht warten möchte, bis das Update dann irgendwann im Laufe der oder der nächsten Woche auf dem Gerät anklopft, kann heute schon mit Odin manuell tätig werden. Drittes Thema des Tages, das Moto G. Also, wir erinnern uns, im August hatte Motorola in den USA das Moto X vorgestellt. Das war dieses konfigurierbare Telefon mit dem Always-On-Mechanismus. War ganz gut angekommen, haben uns geärgert, dass das hier in Europa nicht erhältlich ist. Mit dem Moto G kommt jetzt eine internationale Budget-Version dieses Moto X. Motorola hat uns gerade eine E-Mail geschickt und auch auf Facebook entsprechendes gepostet. Es gibt auch eine Landingpage www.moto-g.com. Da wird angekündigt, dass dieses Gerät am 13. November, also am kommenden Mittwoch, wenn ich nicht irre, präsentiert wird. Und was wir erwarten dürfen, ist eben ein abgespecktes Moto X. Also das heißt, wir haben ein Snapdragon S4 Pro mit 1,2 GHz, nur ein 720p Display, 8 GB internen Speicher. Das sind zumindest die ersten Leaks, die es dazu gibt. Und das Gerät wird vermutlich sehr, sehr günstig werden. Also anonyme Tippgeber von GSM Arena sprechen da von 160 Euro in Großbritannien. Halten wir für sehr, sehr günstig. Wir gehen mal lieber von einem Preis zwischen 200 und 300 Euro aus. Freuen uns aber auf den kommenden Mittwoch. Dann wissen wir final, was das Gerät kann und was es kosten wird. Ja, das waren die Themen des Tages soweit. Wenn ihr sie nochmal in Ruhe nachlesen möchtet, schaut unten in die Beschreibung vom Video. Da sind die ganzen Links zu den Artikeln auf androidnext.de. Und dann gebt uns doch auch gleich Feedback, wie euch das neue Format gefällt. Und wir werden erstmal die nächsten Tage euch jeden Abend mit dem Android Next Quickie versorgen. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, liken, sharen und immer Android Next lesen. Armin von Android Next, bis dann, tschüss.